Die nächste Gruppe hat wieder einen spielerischen Ansatz. Und zwar sind das Anjuli, Iris, Katja und Mary. Wenn ihr nach vorne kommt und uns erzählt, was ihr am Wochenende gecodet habt, würden wir uns super freuen. Für den Livestream, Sie sind auf dem Weg. Einfach hier. Okay. Hier unten liegt's. Da. Hallo. Du kannst ruhig ein bisschen näher kommen, oder? Ja, ich glaube, so ist okay. Wir stellen euch heute das Spiel Labyrinth vor. Bei unserem Spiel gibt es zwei Level. Und wir haben uns in der Gruppe aufgeteilt und jede Gruppe hat ein Level gemacht, aber wir haben uns auch jeweils geholfen. In unserem Spiel geht es darum, dass man das Labyrinth also zum Ende des Labyrinths kommen muss, ohne die Wände dabei zu berühren. Ja. Bei Level 2 geht es darum, den Hindernissen auszuweichen. Beim ersten Level gibt es vier Ausgänge und nur einer davon ist der richtige und man muss den richtigen Ausgang finden. Bei Level 2 gibt es nur einen Ausgang und man muss den Hindernissen ausweichen und manche bewegen sich. Für dieses Spiel brauchten wir Laptops und das Programm Scratch. Es war ziemlich schwer, das Spiel zu machen, hat aber sehr viel Spaß gemacht. Am schwersten war es, das Labyrinth zu malen, weil man einen bestimmten Abstand zwischen den Wänden halten musste, damit das Dödelchen, also die Figur, durchpassen kann. Am meisten Spaß hat es gemacht, die Hindernisse einzufügen und das Spiel zu testen. Das Ziel war es, ein Spiel zu erstellen, wo Leute Spaß daran haben, wenn sie das spielen. Jetzt fasse ich alle unsere Eindrücke vom Wochenende zusammen. Es wäre sehr cool, das Spiel zu machen, hat auch sehr Spaß gemacht. Und wir fanden es auch voll toll, dass wir mit dem Computer arbeiten konnten. Und es war auch voll lustig im Hotel. Wir danken unseren Mentees und bitten um einen großen Applaus.